Hallo und herzlich willkommen hier bei Ich kaufe deine Firma, der Podcast für Selbstständige, die sich mehr Freiheit wünschen und mehr aus ihrem Unternehmen machen wollen. Mein Name ist Thomas Urban und hier erfährst du, wie du den Wert deines Unternehmens steigerst und dabei Zeit gewinnst für die wichtigen Sachen in deinem Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei meinem Podcast ichkaufedeinefirma.de, der Podcast, wie du deinen Firmenwert steigern kannst. Heute gibt es eine Folge, die auch eine persönliche Geschichte von mir beinhaltet, denn es geht um die Umsatzsteuerfalle. Jeder kennt es, die Umsatzsteuer ist das, was auf deinen Nettobetrag oben drauf kommt und du bist quasi der Steuereintreiber für den Staat, für den Finanzkurs, du musst die wieder abführen. Das ist also eine indirekte Steuer. Und dann gibt es auch noch die Mehrwertsteuer. Diese Unterschiede, die sind formaljuristisch. Da kann bestimmt ein Steuerberater dir eine super Auskunft darüber geben, wo denn da genau der Unterschied ist. Das will ich hier gar nicht behandeln. Je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist und wie auch deine Aufstellung, wie dein Unternehmen ist, ob es eine GmbH ist oder Einzelunternehmen, musst du die Umsatzsteuer oder wird die anders bei dir berechnet. Es gibt da grob den Unterschied soll und ist versteuert und da hast du die magische Grenze bei 500.000 Euro. Das heißt, wenn du Umsätze unter 500.000 Euro hast, musst du die Umsatzsteuer abführen. Sobald du das Geld bekommst und liegst du da drüber, musst du die Umsatzsteuer, wird die schon fällig in dem Monat, in dem du die Rechnung schreibst. Also du hast noch kein Geld bekommen, aber die Umsatzsteuer wird schon fällig. Das solltest du wissen, weil dieser Switch, der ist doch sehr groß und kann zu finanziellen Engpässen führen, wenn du da finanziell eng aufgestellt bist. Und ich hatte da vor 15 Jahren, als ich ein junger Unternehmer war, eine Bekanntschaft mit dieser Umsatzsteuerfalle gehabt. Und zwar hatte ich einen großen Kunden, den kannte ich auch persönlich, der hatte bei mir viele Außenstände. Ich hatte zu der Zeit eine Gebäudereinigung, war noch nebenbei als Student eingeschrieben und habe auch wirklich studiert und hatte einen Auftrag, eine Wohnung, wirklich eine schöne Wohnung, 100 Quadratmeter Wohnung zu reinigen, damit die in die Vermietung gehen kann. Und ich fand die Wohnung ganz cool und musste da, wo ich gewohnt habe, ausziehen, weil es da Zeit war, weiterzugehen. Und da habe ich einfach den Vermieter gefragt, Mensch, sag mal, was kostet eigentlich die Miete hier? Hat er mir gesagt und habe ich so ein bisschen durchgerechnet mit ihm. Theoretisch könnte ich ja jetzt die Wohnung für 2 Jahre mieten. Wir würden das verrechnen mit den Außenständen und du hättest einen coolen Deal, du hättest die Wohnung vermietet, hättest deine Schuld beglichen. Ich muss für die nächsten 2 Jahre keine Miete mehr zahlen. Ich habe das schon quasi vorgearbeitet und waren uns darüber einig und haben gesagt, jo, so machen wir es und haben den Vertrag unterschrieben. Und dann wurde es ganz formal juristisch, ja klar, die Schulden wurden oder die Außenstände wurden beglichen. Das lief dann über Unterschriften und wurde das und das gegengerechnet. Und dann kam es einen Monat oder 2 Monate später, kam dann das Finanzamt und sagte, Mensch, Herr Urban, wir haben ja da richtig schöne Einkünfte erzielt. Wir hätten gerne die Umsatzsteuer davon. Und ich hatte ja die Einnahmen ja nicht wirklich generiert und ich konnte nur sagen, ich habe das Geld nicht. Und habe das mit denen so ein bisschen geklärt. Damals konnte man noch sehr viel mit dem Finanzbeamten in Person erklären und musste dann tatsächlich für ein halbes Jahr jeden Monat zum Finanzamt gehen und bar das Geld dann dort in einer Zahlstelle hinterlegen. Hat mir so einen Deal gehabt und das war sowas von erniedrigend, will ich nicht sagen, aber da wurde ich sowas von geläutert, dass ich da immer aufgepasst habe, dass die Umsatzsteuer wirklich die Steuer ist. Die gehört mir nicht. Die habe ich für mich kalkulatorisch komplett ausgeblendet. Und das ist auch mein Anliegen, was ihr auch umsetzen müsst und sollt, dass ihr wirklich die Umsatzsteuer komplett rausnehmt. Ihr könnt es auch so machen, dass ihr die Umsatzsteuer von euren Einnahmen einfach auf ein Unterkonto packt. Und da wächst das halt an. Und dann einmal im Monat zahlt ihr die Umsatzsteuer und da bleibt immer ja noch ein kleines Delta übrig. Und dieses kleine Delta, was dann übrig bleibt, ja, das könnt ihr dann verwenden, um eure finanzielle Reichweite aufzubauen, damit ihr da in schwierigen Zeiten eigentlich auch dann ein Polster habt, worauf ihr zurückgreifen könnt. Von daher ist mein Tipp für euch, mein Leitsatz der Woche, kalkuliere ohne Umsatzsteuer und schreibe sie wirklich gedanklich ab und führe sie dann einmal im Jahr deiner finanziellen Freiheit zu. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du weitere Themen nicht verpassen willst, dann bewerte uns bei iTunes, Spotify
oder wo du uns sonst noch hörst und abonniere diesen Podcast. Hast du Anregungen und Themen, die dich interessieren? Dann schreibe uns auf podcast@ichkaufedeinefirma.de.